für mich eine Zeit, wo ich auch immer gern die Flöte zur Hand nehme. So beginne ich jetzt mit meiner Flöte. Oder ist Warten vielleicht doch etwas mehr? Gibt uns das Warten nicht die Möglichkeit, einmal in Ruhe nachzudenken, einmal etwas von mehreren Seiten aus zu betrachten? Kann es sein, dass es eigentlich Sinn macht, die Perspektive zu ändern, bevor man sich zu einer Sache ein Urteil bildet? Dazu habe ich vor einigen Jahren im Advent einen Text gehört, der diesen Perspektivenwechsel gut veranschaulicht. Ich lese den Text einmal von oben nach unten und dann den gleichen Text von unten nach oben. Advent heißt warten. Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent nur laut und schrill ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, dass die Zeit rast. Ich weigere mich zu glauben, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint, dass ich mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben, nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde. Und jetzt derselbe Text von unten nach oben, die Perspektive geändert. Gott kommt auf die Erde. Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts würde sich ändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Welt rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten.